Sascha, für Mobile Geeks, wir sind auf dem Samsung Unpacked Event hier in Berlin im Tempodrom und sind gerade rausgegangen und können uns schon ein paar Geräte angucken. Und zwar ist der Samsung Ativ, ATIV, Smart PC, whatever. Das Erste, was uns auffällt, sieht ja so ein bisschen aus wie so ein Transformer-Pad. 11.6 Inch Display, 1366x768 ist die Auflösung und rennt auf dem Intel Atom Z2760. Das muss die neue Cloverfield CPU sein. Sieht das aus, großes, schickes Keyboard, wie ihr sehen könnt, rennt auf Windows 8 und es ist ein Touchscreen, wie ihr ebenfalls sehen könnt. Lasst uns mal ganz kurz ums Gerät drumherum gehen. Zum einen haben wir eine 8-Megapixel-Kamera hier hinten, eine 2-Megapixel-Kamera ist vorne, dann haben wir hier einen USB-Ausgang. Hier vorne haben wir einen SIM-Karten-Slot, Micro-SD-Karten-Slot, nochmal USB. Hier könnte die Kiste dann an- und ausmachen und hier könnte dann wahrscheinlich, das sieht mir so aus, wie das Trackpad am Ausschalten war. Ein Headset-Jack ist hier, Lautstärkeregelung, HDMI-Ausgang, hier ist wieder ein USB 2.0-Anschluss für die Docking-Station, auf der Seite auch nochmal, hinten ist gar nichts und wie gesagt, vorne habt ihr dann noch die 2-Megapixel-Kamera. Rennt auf Windows 8 im Moment. Wir können euch nicht sagen, wann das Gerät wirklich verfügbar ist. Was wir euch auf alle Fälle sagen können, ist, es ist sehr leicht. Es sind 792 Gramm und es ist nur 9,9 mm dick, dünn, wie auch immer. Das ist der Samsung ATIV, ATIV, Smart PC, wie auch immer. Ich bin Sascha für Mobile Geeks. Vielen Dank fürs Zusehen.